Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Fortnite. Und ja, ihr seht, bei mir ist gerade noch Season 4, bei mir ist Mittwoch rund 20 Uhr. Und ich wollte jetzt kurz mit euch etwas durchgehen, dann wechseln wir auf die Switch in Season 5. Das geht, ne, es geht über Tage, ne? Also, dass ihr seht, Season 4 bei mir maximal Stufe 100 erreicht. Herausforderungen alle abgeschlossen, also es ist wirklich jede Herausforderung abgeschlossen. Ich bin natürlich nicht auf Level 80 gekommen, dazu fehlt die Zeit, und auch auf Level 65 war mir leider nicht möglich, weil ja, die Zeit, ne? Schade, schade, weil weit hätte es nicht mehr gefehlt. Danke auch für eure Angebote, dass ihr mit mir levelt, aber ja, es fehlt leider die Zeit, ne? Was war das für eine Season? Auf jeden Fall geil. Season 4 war richtig fett. Und ich würde sagen, also ihr wisst ja, Season 5 werde ich auf der Switch machen, aber wenn ich einen Community-Stream mache, also mit euch, dann gehen wir auf der PlayStation, weil ich weiß, viele haben nicht die Switch, deshalb Community-Streams werden auf der PlayStation gemacht und sonst Let's Plays und so weiter mache ich auf der Switch. Gut, das bedeutet, der neue Battle Pass startet in 13 Stunden. Ich kann leider nicht keinen Livestream machen, weil ich beim Arbeiten bin, aber ich will eben euch das in Videoform zeigen. Sprich, wir sehen uns dann gleich in Season 5. Jo Leute, und so schnell sind 26 Stunden um. Wir sind jetzt von der PS4 auf die Switch geswitcht und auch von der Season 4 in Season 5 geswitcht. Und ich muss sagen, wow. Ich habe mir natürlich heute, bei mir ist Donnerstag, ich habe mir natürlich heute schon die ganzen Videos angesehen von den ganzen bekannten Fortnite-Spielern und wow, richtig geil. Ihr seht, ich habe mir den Battle Pass gekauft, aber nicht den teuren, also mit der Erweiterung, sondern richtig den günstigsten. Weil mir kommt einfach vor, auf Battle Pass Stufe 100 schafft man's. Und ich will da sowieso ein bisschen mehr Fortnite zocken, deshalb, okay, mach mal. Es gibt richtig geile Sachen, eh klar. Und wir haben auch schon etwas abgeschlossen, und zwar mit den Llama. Ich war vorhin eine Runde drauf, wo ich es gedownloadet habe, und habe gleich schon einen Llama gefunden und einen Blitz praktisch, zu mir nehmen können. Und ich würde sagen, komm, wir steigen gleich ein und zocken eine Runde. Ihr seht jetzt, das ist mein Nintendo Switch Account und wir haben da diesen Obsidian, glaube ich, heißt da? Ne, Omen. Der Omen ist das, sorry. Wir haben den Omen am Start und ich finde ihn ganz cool. Ja, mit der Spitzhacke und alles, mit dem Umhang. Ich finde Omen ganz geil und mit denen zocken wir auch und schauen mal, was auf uns zukommt. So Leute, die Map sieht ja mal gut aus, oder? Die neue, muss man sagen. Aber es laggt und es hängt wie bekloppt. Ihr seht, ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nur rumdrehen. Ich kann auch auf die Map gehen. Eigentlich ist die Zeit schon lange abgelaufen. Aber keine Ahnung, man kann nichts machen. Man kann überhaupt nichts machen. Okay, also heute ist kein guter Tag, um Fortnite zu spielen. Muss man sagen. Gehen wir auf Match verlassen, weil... Gehen wir auf Match verlassen, weil es bringt nichts. Wow, es bringt... Wow. Okay, wir sind anscheinend die Letzten, was landen. Der Bus ist schon geflogen, aber... Naja, ne? Schräg, also wirklich, wirklich schräg. Ja, warum nicht, ne? Wir sind jetzt hier in Lucky Landing. Wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin. Oh Gott, ich wollte nach der Meter down. Ich wollte mir gleich den Battlestern holen. Aber okay, wenn wir schon da sind, machen wir das Beste draus. Zock mal eine Runde von hier. Ich sage ja, nach so einem riesen Update, also wenn so eine neue Season draußen ist, ist es wirklich krass zu spielen. Wirklich. So, jetzt aber. Machen wir das Beste draus. Wir starten halt von Lucky Landing. Wir waren zwar die Letzten, die runterkommen, aber hey, das heißt nichts. Das wird ein gutes Ende nehmen. Ich glaube fest daran. Erstmal ein bisschen looten, ne? So Leute, Lucky Landing vorbeigebracht und ich sag mal, Loot haben wir recht ordentlich. Da vorne ist schon wieder so ein Riss. Wer es nicht weiß, wer da reingeht. Ach, da oben ist ein Blitz. Da gehen wir hin. Die müssen wir ja sammeln. Wer so ein Riss geht, ist dann im Himmel oben und fliegt runter, aber mit dem Fallschirm. Also alles kein Problem. Da wurde gebaut. Irgendwer ist in der Nähe. Mal schauen, vielleicht treffen wir ja einen an. Bis jetzt noch keinen Feindkontakt gehabt. Ihr seht, wir sind noch immer in der ersten Zone, also so lange geht die Partie noch nicht, aber es leben ja nicht mehr viele. Gut, wir bauen uns jetzt
Ja, ist ziemlich. Eigentlich ganz gefährlich, ne? Da jetzt rüber zu bauen, weil irgendeiner wartet wieder irgendwo und snipet dich weg. Dann war's das, aber komm. Okay. Das Laden hört sich heute irgendwie komisch an. Also irgendwie geht das Laden gar nicht. Aber was soll's? Hauptsache, wir haben den Blitz gefangen und jetzt schauen wir mal, wo wir ein paar Gegner finden. Okay, ich höre ein Auto. Rechts von mir müsste ein Auto irgendwo sein. Aber man kann es echt schlecht zuordnen. Da vorne ist ein Auto, ich sage ja. Na, der ist schon weg. Okay. Ja, die Autos sind natürlich jetzt sehr, sehr stark gekommen. Finde ich aber gut, sie sind nicht irgendwie zu krass OP oder was, weil mit 5, 6 Schüssen aus das K ist das Auto auch kaputt. Also kann man schon mit leben. Ist jetzt nicht so, dass es so voll OP ist, wer ein Auto hat gewonnen. Das bei weitem nicht. Ich finde es eigentlich ganz lustig mit dem Auto, überhaupt, dass man zu viert fahren kann. Bei mir, Lex, ich kann nichts machen. Ich kann gerade nichts machen, Leute. Ich kann nicht schießen, ich kann gar nichts machen. Oh Gott, das kann ja lustig werden. Jetzt geht's wieder. Okay, wow, was war... Was ist heute los, ne? Der kämpft gegen. Wenn wir das wüssten, ne? Wenn wir das mal wüssten, gegen wem der gekämpft hat. Wäre natürlich eine schöne Sache. Auf jeden Fall, sein Auto steht noch oben. Okay. Okay, das war sein Auto. Okay, wo schießt er hin? Das ist jetzt die Frage. Oh Kack, die Zone kommt. Die Zone kommt, Freunde, wir müssen uns verpissen, aber... Und zwar schnell. Nicht mehr langsam, jetzt heißt es laufen, weil wir haben nichts zu heilen. Die Zone ist schneller wie wir, ist klar. Und wie weit haben wir noch? Oh ja. Doch noch ein Stück, ne? Ach man, wieder zu lange mit dem Typen rumgespielt. Aber gut, komm, das schaffen wir. Außer der Typ kommt jetzt hinter uns, da ist natürlich blöd. Ja, komm. Das geht sich schon aus. Natürlich war irgendwann dann ein Medipack ganz geil, ne? Und vergesst nicht, immer zum Berg schauen, wenn ihr wo... Oh, da unten war jemand. Das ist zu weit, oder? Ne, das geht noch. Sagt er doch, da unten war jemand. Wo ist der hin? Irgendwer war da. Ach, wo denn? Ach, wie denn? Mann, Gott, wo? Leute. Das war wieder das sogenannte Potato Aim. Aber sowas von. Okay, Leute, ich hätte auch jetzt gerne noch ein paar Folgen, also ein paar Runden aufgenommen und dann das Beste rausgepickt, aber ihr seht, was abgeht. Fortnite kackt absolut ab. Es geht gar nichts mehr. Du kommst auf keinen Server, du kannst ewig warten, dann lockt er wieder aus. Und da kannst du machen, was du willst.
Er überprüft, überprüft, überprüft. Er will einfach nicht mehr reingehen. Kann ich verstehen. Season 5, erster Tag. Da will jeder drauf. Dachte mir, dass es auf der Switch ein bisschen besser läuft, weil bei der PlayStation war ich heute auch schon drauf und hatte natürlich riesen Probleme. Die PlayStation war dann sowieso komplett down. Das ist krass. Auf der Switch dachte ich, ja, komm. Läuft sich ein bisschen besser, weil so viele sind es nicht. Aber anscheinend auch hier megamäßige Serverprobleme von Epic Games aktuell. Verständlicherweise, aber jo, Leute, wird besser auf jeden Fall im Laufe der Season. Wir werden sehen. Ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.